Gut. Ich sitze hier zusammen mit dem Tim Dillenberger aus der Steuerkanzlei HF Steuerberatung und letztendlich, ihr habt in-house quasi das Problem mit den Kreditkartenabrechnungen der Mandanten gelöst bekommen mit der Softwarelösung Pleo. Und die möchte ich jetzt euch einfach mal vom Experten vorstellen lassen, der auch mit der Firma Pleo aus Dänemark eine Dateschnittstelle umgesetzt hat, die eigentlich meiner Meinung nach besser nicht sein könnte. Aber wie kamt ihr überhaupt zu diesem Pleo-Szenario? Was hat den Mandanten dazu getrieben, mit euch auf Pleo zuzukommen, wie du es mir erzählt hast? Also wir haben ja selber als Steuerkanzlei immer schon nach einer Lösung gesucht und darauf gewartet, um Kreditkarten zu digitalisieren und auch den Belegfluss besser zu machen, weil das immer die Belege sind, wo man am häufigsten hinterher rennt. Und von daher hat tatsächlich ein Mandant uns darauf angesprochen, dass er da eine Firma, die in Deutschland Fuß fassen will, die im skandinavischen Raum schon ziemlich erfolgreich ist, genau das anbietet. Und wir haben uns das angeguckt, er wollte unsere Meinung haben und interessanterweise, trotz Homepage auf Englisch, war schon eine CSV-Datei dabei, die man relativ problemlos in Dativ einspielen Das konnte. kennt man ja von vielen anderen Softwareanbietern gar nicht. Ja, genau. Und dann war halt der nächste Step, dass es Lust gemacht hat auf mehr. Dass man halt gesagt hat, hey, können wir da vielleicht irgendwie eine Kooperation draus machen? Und da sind wir ins Gespräch gegangen, die haben einen strategischen Partner gesucht und so kamen wir da eigentlich dahin, dass wir gemeinsam auch direkt versucht haben, die Connect-Online-Schnittstelle da zu implementieren bei der ganzen Was Sache. ist denn der klassische Schmerz beim Mandanten gewesen, dass er einfach gesagt hat, ey, verdammt, ich brauche eine Lösung für die ganzen Kreditkartenabrechnungen, weil eigentlich in jeder Buchhaltung gibt es da einen Schmerz. Was war der Schmerz bei euch, dass sie gesagt hat, wir machen das, weil es ja schon mit einem Zeitinvestment auf eurer Seite verbunden. Ja, weil letztendlich Kontoumsätze kriegt man über den Kontoauszugsmanager elektronisch rein, alles wunderbar und gerade immer bei Kreditkarten und wenn ein Mandant viel Arbeitnehmer hat, die auf Montage und so weiter sind, halt eben immer den Belegen hinterherrennen muss und manuell erfassen. Das ist eigentlich für uns natürlich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite hat natürlich auch der Mandant immer das Thema, wem gibt er eine Kreditkarte, welchen Mitarbeitern vertraut er. Das Beantragen von einer Kreditkarte ist natürlich auch nicht gerade einfach, mit viel Papierkram verbunden. Also von daher war diese Pleo-Lösung eigentlich prädestiniert dafür eigentlich. Gut, aber man kennt es ja zu gut bei den ganzen Mandanten, besonders bei den ganzen Kreditkartenabrechnungen. Hast du eben auch schon gesagt, du kriegst einmal meist die Abrechnung und erst dann fällt dir auf, dass die ganzen Belege eigentlich fehlen. Dann telefoniert man den nach und du hast mir eben ja auch gesagt, das sind dann Zeiten, wo man sich erstmal die Frage stellt, wie rechne ich das jetzt irgendwann mal ab mit dem Mandanten? Und da ist natürlich schön, wenn es vorher irgendwo schon eine Lösung gibt, die es entsprechend sammelt. Und genau das bietet halt Pleo an. Vielleicht mal kurz zum Prozess von Pleo, wenn halt der Mandant sagt, okay, ich stelle jetzt meinen Mitarbeiter an die Kreditkarten bereit. Da hattest du gesagt, da gibt es eine virtuelle Kreditkarte, über die die Online-Einkäufe abgewickelt werden können und eine physische Kreditkarte, wo wir heute auch schön bei der Aral bzw. OMV warst, tanken waren, du halt gezahlt hast, dann den Beleg bekommen hast und dann ist wirklich die Zeit gekommen, dass du halt mit dem Smartphone den Beleg eingescannt hast und der quasi schon im System dann drin war und schon eigentlich in dem Fall hätte an die Buchhaltung übertragen werden können, oder? Ja, ganz genau. Also das heißt, Beleg abfotografieren nach dem Zahlvorgang. Ich kann noch eine Kategorie hinterlegen, tanken, Firmenwagen oder sowas. Und dann ist das Thema für mich als Benutzer schon durch. Warum sind die Kategorien bei Pleo so interessant? Was kann ich da noch mitmachen? Ist das für Also Dativ relevant? ja, man kann über die Kategorien nachher Kontierungen vergeben, sodass quasi der Arbeitnehmer sozusagen schon vorkontiert. Ich habe ja dann die Möglichkeit, bei der Übergabe nach Kanzleirechnungswesen Lerndateien zu hinterlegen und dafür sind die Kategorien dann wichtig. Nee, also du hast mir ja eben auch mal gezeigt, teilweise kannst du auch schon die Vorkartierung in den Kategorien, meine ich, mitgeben. Dass Steuersatz drin steht, dass Konto drin steht, also dass noch nicht mehr eine Lerndatei notwendig wäre. Du kannst das Know-how quasi schon in die Lösung von Pleo mit reinpacken. Das ist richtig, beide Varianten, genau. Ich kann an die Kategorie auch schon die fixen Dativ-Konten, die Dativ-Steuerschlüssel und so weiter dranpacken, dass das als fertiger Buchungssatz dann nachher drin landet.
Und was auch spannend ist, wo wir gerade beim Beispiel Tanken waren und Autos, es gibt auch die Möglichkeit, das hattest du mir gezeigt, dass du in Pleo quasi Kostenstellen anlegst und quasi dem Auto eine Kostenstelle zuordnest, dass auch die Kostenstelle mit übergeben wird, um dann letztendlich rauszufinden, und das ist wahrscheinlich auch ein gängiger Fall bei vielen Mitarbeitern, welche Kosten auf dem Auto entfallen sind. Und das ist meistens auch so eine kleine Herausforderung, das rauszufinden, besonders wenn der Mandant von der 1%-Methode zum Fahrtenbuch optieren möchte, ist das eine schöne Sache, die man auch ins System mit einpflegen kann. Da kriegt man letztendlich auch die ganzen Daten aus der Dativ raus. Wobei, was wir noch nicht geklärt haben, ist zwar, wie sie rübergehen, aber wohin genau ihr die Daten in Dativ übergibt. Und das finde ich gerade so genial, weil meiner Meinung nach hätte man es nicht besser lösen können. Ja, wir haben überlegt, was die beste Möglichkeit ist, das rüberzugeben, weil im Gegensatz zu den klassischen Belegen man immer das Thema hat, man hat auf der einen Seite natürlich den Beleg, aber auf der anderen Seite auch Zahlungsinformationen. Und da sind wir nach relativ kurzer Zeit, haben wir die Route gewechselt und haben gesagt, eigentlich müssten wir es über das Kassenbuch abbilden, Kassenbuch online, weil ist nichts anderes ist wie ein Barzahlungsvorgang auch. Also ich zahle zuerst, dann erhalte ich den Beleg. Und genau das Gleiche haben wir dann darüber umgesetzt. Was auch ganz wichtig ist, besonders weil die Kreditkarte ja immer Minus ist, dass natürlich diese Kasse im Unternehmen online dann ohne Kassenminusprüfung läuft, weil sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Und das habe ich selbst schon bei Schnittstellen mit der Kasse rausgefunden, Jahresübernahmen sollte man dann beachten. Aber wenn man die beiden Dinge auf dem Schirm hat, dann spricht nichts dagegen. Was ich ganz spannend fand, ist, was du mir noch zu eurer Kasse erzählt hast, die ist ja mehr oder weniger, seitdem es Pleo gibt, verwaist. Genau. Die verstaubt jetzt irgendwo im Schrank. Ja, so weitestgehend schon, weil man natürlich die Möglichkeit hat, die Kreditkarten, dadurch, dass sie nicht personalisiert sind, auch von einem auf den anderen Mitarbeiter zu übertragen. Ich kann Limits vergeben und pro Einkauf Monatslimits, ganz individuell. Kann Karten einfrieren, wieder aktiv setzen, wie ich möchte. Dann gibt man eben meinem Mitarbeiter die Karte, um das ein oder andere Auto zu tanken oder das Auto vom Chef vielleicht sogar zu tanken, so wie es manchmal hin und wieder vorkommt, oder um irgendwo was beim Supermarkt zu holen. Das wird normalerweise alles aus der normalen Kasse rausgehen. Genau, wäre ein Szenario, ja. Was ich ganz spannend finde, was auch der große Vorteil einer Kasse ist, dass ich halt keine Buchungsvorschläge quasi in Dativ direkt einspiele, ach, keine Buchungssätze, Entschuldigung, in Dativ direkt einspiele, sondern Buchungsvorschläge. Das heißt, ich habe in Dativ erstmal einen schönen Prozess, weil durch die Dativ Connect Online-Schnittstelle wird mir alles in das nächste System reingeschickt, Dativ Unternehmen Online, und dann kann ich es weiter reinschieben in Dativ Kanzler Rechnungswesen. Ich muss nicht mit Daten hantieren. Und bei Buchungsvorschlägen, die kann ich beim Buchen ja auch noch bearbeiten. Das heißt, was Pleo ja nicht macht, ist eventuell Belege aufzuteilen. Da könnte man noch eine Aufteilungsbuchung entsprechend machen. Gibt da sicherlich weiterhin die ekelhaften Vertreter ihrer Sorte, die Metro-Rechnung und dergleichen, die dadurch nicht gelöst werden. Aber das hat heute ja noch keiner hingekriegt. Genau, ja. Gut, schaut euch es auf jeden Fall mal an, das Thema Pleo. Ich bin froh, dass ich da den Tim hier als Experten da hatte, der auch die Schnittstelle umgesetzt hat, und Pleo arbeitet da auch aktiv dran, die Funktionsvielfalt zu erweitern. Wenn ihr Fragen zu Pleo oder dergleichen habt, gerne hier in die Kommentare oder unter in die Gruppe Steuerfach, da ist auch der Tim vertreten, also er bekommt das dann auch mit, wenn da Fragen gestellt werden zu Pleo oder zur Dativ-Schnittstelle in Pleo. Und ich hoffe, ihr habt einfach in diesem Video einen guten Überblick bekommen, welche Probleme ihr mit Pleo lösen könnt und wie die Schnittstelle genau funktioniert, damit ihr wirklich am Ende eine saubere Buchhaltung erstellen könnt. Das war's von uns. Wenn ihr kein weiteres Video zu Programmen rund um Dativ oder um Tipps und Tricks zu Dativ-Rechnungswesen verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online geht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch am Ende noch einen Daumen nach oben da. Das war's von uns diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ach ja, bevor wir es vergessen, es wäre für mich super interessant zu wissen, ob so Formate mit einem anderen, wo nicht nur ich auf dem Bild drauf bin, euch einfach gefallen, dass einfach so ein aktiver Austausch da ist. Das würde mich interessieren. Lasst es mich wissen. Und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.